Und da sind wir auch schon wieder zur nächsten Folge von Minecraft World. Yay! Gut, in der letzten Folge haben wir da oben mal die Quarry angefangen zu bauen. Jetzt müssen wir uns natürlich jetzt noch um was anderes kümmern. Wir haben, genau, hier ist die Ranch. Die ich letzte Folge noch gedacht habe, dass wir sie wahrscheinlich haben. Und wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch ein paar andere Sachen. Wir brauchen, nee, kein Salz. Wir brauchen Nickel eigentlich. Und Eisen. Wir haben aber ziemlich wenig Eisen. Das ist das große Problem gerade. Lass mal ein bisschen hier Nickel crushen. Wir brauchen jetzt Eisen. Ganz dringend. Ich weiß auch gar nicht, wo ist eigentlich unser hier Turtle hin? Bin noch unten am Arbeiten. Würde ich jetzt gern mal sehen. Haben die nochmal Arbeiten geschickt? Haben wir überhaupt hier noch irgendwo Eisen auch drin oder haben wir schon alles ausgebeutet? Ich glaube, wir haben bestimmt schon das meiste hier rausgeholt, was es gibt. Das Kupfer. Kupfer. Boah, wahrscheinlich ist alles Eisen hier schon raus. Kein Eisen. Ich denke nicht, dass wir Eisen hier finden. Ich bin, glaube ich, schon mal durchgegangen. Zum Suchen. Genau, hier oben gab es noch diesen Teil. Diese andere Höhle. Aber hier ist sicher auch kein Eisen mehr. Hier ist nur noch alles Kupfer. Silikon. Wir haben auch jetzt keine Fackeln mit, um weiter auszuleuchten oder sowas. Ist kein Eisen mehr. Das ist jetzt wirklich ein großes Problem. Habe ich gerade an, dass ich mich teleportieren kann? Mal da weg. So, habe ich Cheats überhaupt an? Ich weiß es nicht. Waypoint. Oh, ich habe gar keinen Waypoint gemacht oben. Auch wieder dumm. Ich dachte jetzt, ich könnte mich vielleicht schnell mal hoch teleportieren, aber nee, so einfach wird's nicht. So, Mechanismen dann später mal die Teleporter bauen. Brauchen wir auch erstmal ein bisschen Strom. Ich möchte halt hier auch jetzt nicht so die gewöhnlichen Windräder machen von Mechanismen. Die sind zwar ganz schön und so weiter, aber ja, ach. Man kann auch mal andere Sachen machen. Macht mir halt wirklich mal Spaß, auch mit Kohle jetzt ganz viel zu machen. Stimmt, hier oben ging es auch noch lang. Mal Eisen verloren in dem Ding. Ja, auch Eisen gibt es halt wirklich nirgends mehr. Wird Zeit, dass wir den Digital Miner haben. Oder die Quarry wirklich mal ordentlich loslegt. Hier ist nichts drin. Ich gucke jetzt wirklich die ganzen Löcher nochmal ab. Ansonsten gehe ich nochmal in die Schlucht. In die Fallschlucht. Alle Monster fallen. Nicht irgendwo mal Eisen gewesen noch, was wir aufgegraben hatten beim Redstone holen. Irgendwie wirkt es nicht so. Ist auch wieder Kupfer. Wie viel Kupfer einfach hier überall ist. Aber kein einziges Eisen. Und es hängt halt nur am Eisendraht. Ich muss wirklich unbedingt die Turtle wieder laufen lassen. Ich dachte gerade, was backt denn da hinten rum, aber ist das Wasser, was da komisch rumleuchtet. Ich sehe schon kommen, gleich springt mir wieder was auf den Kopf. Habe ich was zum Hochbauen mit? Nö. Hinten ist Eisen. Natürlich ist hier Kohle. Nicht Kohle, Öl. Ich würde das Öl hier mal zubauen. Später brauchen wir Öl, aber jetzt gerade ist es echt störend. Ah, natürlich kommt hier noch mehr Öl. Ich hasse das Zeug. Und es hat die Fackel abgerissen. Und die Fackel, wo, ach nö. Habe ich eingesammelt, die Fackel? Kann sein, das wäre wirklich vorteilhaft. Und hier ist natürlich kein weiteres Eisen mehr.
4 Eisen, das ist gar nichts. Ein bisschen Granit. Es war Eisen. Gut, etwas Eisen wieder. Aber lang nicht genug Eisen. Ich muss echt abwarten, bis die Quarry da mal wieder hinten fällt. Schon der erste Zombie runter. Boah, ich würde sagen, wir gehen wieder. Adieu, Zombie. Ja, bisschen Eisenausbeute ist da, aber jetzt auch nicht so das Große. Ich hätte mir mehr gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Da ist auch nicht viel. Die Turtle wirklich mal wieder losschicken. Eigentlich würde ich sogar ziemlich gern mal mit Steve Carnes diesen so einen Bohrer-Minecart machen. Ich würde das ziemlich gern mal ausprobieren, weil ich das wirklich noch nie gemacht habe. Aber vielleicht kommt das auch noch. Wir können ja mal schauen dann. Erstmal müssen wir wirklich noch ein bisschen Eisen hier machen. Im Crusher dann am besten, glaube ich. Ach nee, im Crusher geht nur Barren. Können wir kurz mal Output ausschalten, ja. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Eisen machen. Komm, wir brauchen halt jetzt die Mechanismenrohre. Eigentlich reicht das, oder? Leadstone-Dinger können wir so machen. Hardened können wir einfach so machen. Da brauchen wir nur ein Ding. Ja, gut, ich würde sagen, machen wir ein Output wieder an. Mach ein kleines bisschen mehr Inver. Und das Nickel lasse ich auch mal so Inver blenden. So. Zack. Wir brauchen nur ein einziges Inver. Wir brauchen ein Beat. Zwei Stück. Und dann können wir eigentlich schon hier die ganzen Sachen machen. Zack, Leadstone. Zack, Flux. Und da haben wir noch ein Inver, dann können wir sogar die nächsten drei machen noch. Zack, da haben wir die schon. Und ich würde auch gleich andere Sachen noch mit vorbereiten. Wir brauchen nämlich die Wasserrohre. Oder erstmal eine Pumpe. Pumpe wäre eigentlich auch gar nicht schlecht. Also die hier braucht jetzt Strom. Deswegen würde ich jetzt die Buildcraft-Pumpe nehmen. Die braucht halt ein bisschen Eisen, was wir jetzt gradlos produzieren. Das ist das größere Problem, dass wir eben wirklich kaum Eisen haben. Zwei Tanks. Wir können einen Eimer bauen. Wir hätten sogar zwei Eimer, das ist jetzt ein bisschen Verschwendung gewesen. Oh. Wir haben, das ist einfach zu langsam, das Teil. Komm mal her, wir haben noch Öfen. Ist mir halt gerade wirklich zu langsam, das ganze Ding. Vor allem, weil wir eben das ganze Eisen jetzt gerade brauchen. So, zack, zack. Du bist gleich fertig. Zack. Zack. Und das müsste auch schon genug sein. Dann ein Zahnrad. Und eine Pumpe. Da haben wir das. Schlafen legen geht noch nicht. Das Gute an den Buildcraft-Pumpen ist einfach, ja, wir können die mit den Redstone-Engines betreiben. Was halt wirklich ein riesen Vorteil ist, wenn wir eben keinen Strom brauchen. So, wir brauchen eine... Ja, Mist, warte mal. Wir haben keine Kaktusse. Kaktusgrün, Pipes, Wir brauchen jetzt die Waterproof Pipes.
Wooden Fluid Pipe hier. Slime Balls oder Green Dye? Blau und Gelb. Wir können das auch Blau und Gelb jetzt machen? Das ist schön. Das wusste ich selber noch nicht, dass das geht. Okay, dann brauchen wir keine Kakteen. Das ist schön. Waterproof brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen was. Wir können zum Glück oben eine unendliche Wasserquelle hinmachen. Da ist das ja nicht mehr so schlimm. So, also, das rettet mir gerade wirklich alles. Wenn wir mal irgendwann Kakteen finden, bin ich froh drüber. Aber jetzt ist das wirklich perfekt. So, Kaktusgrün, da haben wir Pipesealant. Machen wir gleich eins davon. Haben wir noch Goldpipes? Nicht mehr viele. Ich würde sagen, wir machen uns aber noch ein paar. Ja, ein paar brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir müssen selber erstmal gucken. 11 haben wir jetzt. Ich muss es halt jetzt wirklich so machen, dass es auch wirklich komplett passt oben. Wir haben jetzt nämlich 12 von den Engines. Ich glaube, wir brauchen dann noch ein bisschen mehr. Also, an dem ganzen Zeug. Wir müssen dann jetzt 12 Engines versorgen da oben. Und da brauchen wir mehr von dem Farbstoff. Wir brauchen auch noch allgemein ein paar Holz-Engines noch mehr. Hier für die Pumpe. Eins für noch ein anderes Teil. Komm, wir lassen jetzt einfach mal das Ding hier direkt hier drin. Für den Farbstoff. 8 Stück nur, ha. 18. Naja, gut, das sollte reichen eigentlich. So super viel sollte man jetzt nicht davon brauchen. Ich mache jetzt noch ein paar von denen. Ich brauche noch eine Wooden Pipe. Ach, hier ist auch unsere Turtle. Gut zu wissen. So, wir brauchen noch ein Pistons. Muss mal das ganze Eisen hier rausnehmen. So, Engines. Engine, da. Wir brauchen 4 Stück, also 8, 10, plus die eine eben, die wir da noch für eine Kiste brauchen. So, 5 Stück. Engines. 5 Pistons. 1, 2, 3, 4. Wir haben zu wenig Holz. Natürlich ein bisschen zu optimal. So, gut. Ein Pisten mehr. Da. Achso, das hat sich da so aufgeteilt, weil wir hier jetzt nicht so viel Platz haben. So, dann haben wir das. Das ist auch schön. Und wir brauchen natürlich jetzt noch eine Kiste. Ich glaube, so eine einfache Kiste sollte komplett ausreichen. Und das müsste eigentlich schon alles gewesen sein. Wie viel Kohle ist hier? Ja, legen wir mal kurz die Kohle hier nach. Ich hole noch ein bisschen Kohle hier drüben. Denn ein bisschen Kohle in der Kiste zu haben, dann zum Start ist gar nicht schlecht. Ich würde erstmal allgemein die ganzen Engines auffüllen, die ganzen Dynamos. Oh, noch dringend noch einen vernünftigen Weg nach oben. Ist immer ein bisschen tricky hier hochzukommen. Um die ganzen Ecken. So, stimmt, da war ja noch was. Zack, 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 zack. Dann hier noch. Und dann müssen wir jetzt hier noch verbinden. Und ja, hat eigentlich fast genau gereicht. Ah, warte, hier machen wir es vielleicht nicht unbedingt hin. Wir machen das jetzt hier hin. Zack.
Dann kommt hier die Pumpe hin. Hier machen wir schön überall was drum. Und ich hätte mir eigentlich gleich zwei Sachen mitnehmen können hier. So, wir haben natürlich nicht genug Kohle mit. Merke ich so gerade. Wir hätten 12 Stacks gebraucht. So, erstmal die ganzen Sachen drehen. Nein. Zack, 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 zack. Ah, jetzt habe ich es wieder eins zu weit gedreht. Ah, schon wieder. Da, 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 so. Gut, das sollte jetzt eigentlich gehen. Ich hoffe wirklich, dass es gut funktioniert auch. Ich lasse das schon mal am Laufen, dass die sich einlaufen können, die ganzen Dinger. Und dann würde ich erstmal Wasser holen gehen. So, erstmal hier aufgraben. Dass wir überhaupt das Wasser auch reinfüllen können. Bringt ja nichts, wenn das Wasser hier auch nicht reinkommt. So, einmal nach unten. Zack, zack. Wo gehen wir jetzt wieder hoch? Hier hoch am besten, glaube ich. Mhm, gut. So, ich glaube hier so geht es auch dann. Und jetzt packen wir hier eins hin und haben eine ganze Quelle. So, die laufen sich jetzt ein und füllen hier alles mit Wasser. Die Dinger laufen auch. Das funktioniert soweit. Das ist schön. Und dann kommt... Die funktionieren auch nicht. Hatten die nicht mal funktioniert? Hat Buildcraft jetzt keine Verbindung mehr dazu, oder was? Okay, warte mal. Konverter. Kein Konverter-Mod mit drin? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das würde noch funktionieren, weil früher hat das wirklich perfekt funktioniert. Früher ging das super. Jetzt funktionieren nicht mal die Kabel von Terminal Expansion mit Buildcraft. Das ist traurig, muss ich sagen. Okay, dann müssen wir mal schauen, ob Pipes funktionieren. Die verbinden sich leider auch nicht. Okay, dann weiß ich nicht mehr, wie wir es machen sollen. Ich habe leider die Converter-Mod vergessen reinzumachen, wie es scheint. Ja, die Dinger produzieren jetzt Strom, aber so wirklich brauchen tun wir den jetzt gerade nicht mehr. Ach, die schöne Quarry, na toll. Jetzt funktioniert das Ganze nicht mehr. Das ist nicht geplant gewesen, auf jeden Fall. Haben wir nichts dabei, was das jetzt konvertieren kann? Eigentlich dachte ich wirklich, ich hätte den Konverter-Mod mit drin. Nö, irgendwie nicht. Ziemlich seltsam, muss ich so sagen. Eigentlich habe ich das wirklich gedacht. Warte, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt muss ich mal schauen. Wird es natürlich gerade dunkel, das ist wieder auch so doof.
Hatte das Dings nicht mal hier... Eigentlich dieses Red-Net-Cable gab's doch, oder nicht? Okay, ja, ich gehe erstmal runter. Darf ich's? Oh, gerade so geschafft. Gut. Glück gehabt, würde ich sagen. Muss ich mir wirklich was überlegen. Also, das habe ich mir jetzt einfach auch vorgestellt mit der Quarry. Schnell mal schlafen gehen. Na gut. Ich würde vielleicht einfach mal sagen, ich guck mal zwischen den Folgen nach, was wir denn tun können. Zur Not packe ich noch einen Konvertermod mit drauf. Oder was anderes, wo es dann eben geht. Und ja, dann hoffe ich mal, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao.